US-Arbeitsmarktzahlen enttäuschen und bringen die Fed unter Zugzwang. 142.000 neue Jobs im August verfehlten die Prognosen. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 4,2%. Experten und Analysten halten Zinssenkungen für wahrscheinlich, was die Liquidität und Märkte fördern könnte. Auch Anleger interpretieren die Zahlen als Signal für eine mögliche Leitzinssenkung durch die Federal Reserve. Für Bitcoin und den Kryptomarkt ist das ein positives Signal. Der Kurs profitierte in der Vergangenheit von niedrigen Leitzinsen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.